Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Disney Legacy Challenge. Ja, wir sind hier im Badezimmer, denn beim letzten Mal haben wir Snow einen Schwangerschaftstest machen lassen. Und ja, wir wissen das Ergebnis noch nicht. Und ja, deswegen werde ich gleich auf Play drücken, um. Ja, weil ich einfach so aufgeregt bin. Oh mein Gott, das ging jetzt voll schnell. Sie ist schwanger. Ups. Okay. Nein, das wäre vielleicht nicht das Richtige für dich. Wie wäre es, wenn du. Oh, okay. Wenn du dir vielleicht noch etwas zum Abend machst. Hey Snow, ich bin's Charming. Wie wär's mit einer Verabredung? Ich denke, dafür ist sie einfach zu müde und ich glaube, sie muss jetzt erst einmal ihre Gefühle sortieren, denn, ja. Sie ist schwanger. Ich bin schon so gespannt, ob, ja. Ob unser erstes Baby ein Mädchen oder ein Junge ist, ob es ein Baby oder zwei Babys sind. Leider funktioniert der. Oh, das geht jetzt eh noch nicht. Der Mod nicht mehr, um zum Gynäkologen zu können. Ich weiß nicht, woran das liegt. Oh mein Gott. I. ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Ob das an dem letzten Update liegt oder an irgendwas anderem, keine Ahnung. So, Snow. Mach dir mal Gedanken darüber, wie du ihm das verklickern willst. Also, sie sieht ja todmüde aus, aber mega glücklich anscheinend. Und. Oh, okay. Aber zumindest ihre Schwangerschaft macht sie glücklich. Das ist ja erfreulich. So, dann lass dir mal dein Grillkäse schmecken. Und danach gehst du bitte eine Runde schlafen, denn du bist sehr, sehr müde. Und ich habe keinen Bock, dass du mir hier auf dem Boden ohnmächtig wirst. So, auf. Und ich werde das Ganze wie immer einfach vorspulen. Bis dann. So, es ist der nächste Morgen und Snow geht's gar nicht gut. Ihr ist anscheinend mega übel. Und genau, das wollte ich dir auch gerade vorschlagen. Geh doch bitte einfach mal in die Wanne und entspann dich ein bisschen. Gut, und danach kannst du dann bitte mal auf die Toilette gehen. Und etwas Kleines snacken. Schnelle Mahlzeit. Und zwar gibt es Müsli. Naja, Cerealien. So, und danach werden wir wie jeden Morgen einfach mal
alles ernten. Und um uns um die Bienchen kümmern. Warum seid ihr aufgebracht? Na gut, dann wirst du dich mit den Bienen verbünden, Honig sammeln und ein bisschen mit der Vogelscheuche reden. Okay, das ist der letzte Frühlingstag. Das heißt, es wird irgendwie, glaube ich, einfach alles verschwinden. Und dann erst im Herbst wiederkommen. Da fällt mir ein, ich weiß gar nicht, bin ich jetzt irgendwie, hä? Verdammt. 90 Tage, okay, das passt. Ich habe die Alterung nämlich hochgestellt, damit wir ein bisschen was von den einzelnen Generationen haben. Ich weiß einfach nicht, warum die so aufgebracht sind. Lass mich raten, sie wird gleich gestochen. Natürlich. Wie soll das auch anders sein? Und gleich nochmal hinterher? Super. Du musst doch gar nicht auf Toilette. Und nochmal. Perfekt. Ich frage mich tatsächlich, in Tasche nach Samen suchen. Okay. Ja, dann mach das doch mal. Und dann untersuche doch die Vogelscheuche nochmal. Ich frage mich echt, wann der mal von diesem Baum runterkommt. Okay. Dann würde ich sagen, es wird Snow einen Kuchen backen. Und zwar am besten einen Honigkuchen. Und wird Charming dann später zu sich einladen. Denn er muss natürlich auch von der Schwangerschaft erfahren. Huch. Das ganze Campingzubehör könnten wir ja mal verkaufen. Das werden wir so schnell eh nicht mehr gebrauchen. Bist du bereit für deine Babyparty, Snow? Wir warten alle auf dich. Du kommst doch, Snow.
Wie machen wir das? Nee, ich glaube nicht, dass wir das machen. Denn es sollte schon so sein, dass Charming als erstes davon erfährt, aber anscheinend weiß es schon die ganze Stadt. So, und bitte esse ihn nicht. Nein. Das war knapp. Okay. Dann würde ich sagen, Milbenmittel verwenden. Werden wir nochmal schnell so einen, wie heißen diese Insektenkisten, von Nachhaltig Leben kaufen. So, denn Grillen. Denn ich möchte gerne mal ein paar Rezepte von nachhaltigem Leben ausprobieren, aber dafür braucht man anscheinend Grillen. So, dann pflege doch bitte mal diese Insekten. Wo sind eigentlich die Samen, die wir ihm abgeluchst haben? Kann mir auch keiner verraten. So, es ist zwar erst 9 Uhr, aber man kann ja auch Kuchen zum Frühstück essen. Ich würde sagen, Snow, ruf doch mal Mr. Charming an. Vielleicht möchte er ja kommen. Ja, super. Und dann würde ich sagen, geh mal ins Bad, trage noch ein bisschen Parfüm auf und stärke dein Selbstvertrauen. Denn, ja. Dafür. Parfüm mit Orangenduft, okay. Da ist jemand wütend. Ja gut, dann geh doch bitte mal hin und küsse ihn zur Begrüßung. Und danach kannst du bitte zum Essen rufen. Möchtest du auch ein Stück? Fein. So, und ich glaube, dann warte gar nicht mehr lange und erzähl am besten gleich davon. So.
Corbe. Get a Vina? Mona Corbo. Darkum Zina. Oh. Koya me boomba. Walla cage. Shaboo! Shusha! Daisy! Okay, er freut sich, das ist doch schon mal toll. Ja, dann unterhaltet euch doch bitte nochmal etwas tiefgründig darum, wie das Ganze jetzt weitergehen soll. Denn, ja, das ist eine riesengroße Verantwortung. Sich um ein Baby zu kümmern und ja. Ich denke, Snow wird auch sofort den nächsten Schritt wagen. Wallakoi, Gorsha Tabar, Bimesa, Laffy, Flazzle. Und ihm sagen, hey, ganz ehrlich, lass uns zusammenziehen, denn worauf warten wir noch? Wir bekommen ein Baby, wir verstehen uns super und ja. Und er sagt natürlich, klar doch. Warum auch nicht, denn das Leben ist zu kurz. Oha, 21.000. Okay, und ich würde sagen, mit diesem... ja, mit dieser Tat werde ich das Video jetzt beenden. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder so, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Darüber würde ich mich riesig freuen. Ansonsten habt einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!